5 Eier brauchen wir. Okay, 1. Und dann noch einmal. Sieht aus wie Schnee. 2. Das Ganze müssen wir schaumig rühren, ne? Kannst du das nochmal aufmachen? Ja, sieht schon so gut. Ein Päckchen Vanillezucker mit dazu. Willst du es reinschütten? Ja. Warte, ich mach dann gerade nochmal an. Das. Wunderbar. Danach brauchen wir eine Tasse Öl. Du machst Öl in die Tasse. So, warte, ich muss langsamer stellen. Eine Tasse Öl reinschütten. Wunderbar. Dann kommen zwei Tassen. Darfst du. Die machen wir eher am Ende sauber. Genau. Das ist schwierig, wenn man alles auf einmal machen muss. Ja. Ich muss hier erst noch ein bisschen verteilen. Was du ganz tolle Helferin hast, die immer gerne den Kuchen macht. Ja. Zweite Tasse Mehl. Dann kommt ein Hexenbackpulver. Hier noch jetzt mal rein, verdammtes Backpulver. Finde ich halt super einfach für mit Kindern zu machen mit den Tassen, ne? Und dann kommt eine Tasse Backkakao. Backkakao. So. Schaffst du das? Wunderbar, mein Schatz. Das wird immer schwieriger. Mhm. Dann kann ich jetzt eigentlich ablecken. Dann noch eine Tasse Sprudel. Okay. Schön langsam. Und nichts verschütten. Cool. Ist nicht und nichts verschütten. Ist gar nicht drin, mein Schatz. Kann man ja nachher noch sauber machen. Ich war das? Ja, klar. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Kinder das ablecken dürfen. Dann kommt das natürlich in die vorgefettete Form. Der Ofen ist im besten Fall vorgeheizt auf 175 Grad. Umluft. Dann machen wir mal da auf und machen das Ding rein. Für circa eine Stunde. Bye, bye. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, oder? So, ich mache den Ring außenrum immer direkt ab. Und Stürzen mache ich ja gar nicht gerne, weil mein Mann ist nicht immer, also muss ich es doch selber machen. So, schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen hier. Das sieht auch gut aus. So, der darf jetzt noch ein bisschen auskühlen, dann tun wir den gleich noch ein bisschen Check oben drauf machen. So, oben rum. Das ist mir zu klein. Jetzt wird so eisig. Lecker!